Scheiße. Scheiße, ich muss tanken. Ich muss ja tanken. Fällt mir bei der Gelegenheit ein. Ja, das ist halt. Tanko ist ja schon wieder hin, ne? Kann ich demnächst wieder einen Defibrillator rausholen, um das Ding wieder zu beleben. Ja, es gibt Schöneres als die Tankuhr bei der 1200er. Das räume ich wirklich ein, ist ein ziemlicher Scheiß. Also nicht die Uhr, sondern der Geber hier unten drin, der nach Tageslaune die Füße durchstreckt oder nicht. Er hat leider im Winter wieder die Füße durchgestreckt. Und das bedeutet eben, dass ich dann auf die Tankuhr achten muss. Nein, doch nicht die Tankuhr, sondern Tageskilometerzähler, Mensch. Bei einem einigermaßen gleichbleibenden Fahrstil ist das kein Problem. Dann kommst du auch immer einigermaßen gleich weit, logischerweise. Und ich komme hier mit einer Tankfüllung so ja, 6,50, 6,80, je nach Fahrstil, so plus minus, ob dann Heizgriffe noch an sind oder nicht, das hängt alles davon ab. Dann ist aber Feierabend, dann bleibt er stehen, der Kahn. Und ich bin jetzt bei 6,32. Das heißt, es ist noch ein Gläsli voll drauf drin sein, im Tank. Ein kleines Gläsli, aber hier kommt jetzt gleich eine Tankstelle, ein paar hundert Meter. Dann werden wir es ja sehen. Ja, hoffentlich offen hat heute am Sonntag. Aber danach sieht es aus. Danach sieht es aus, dass die offen hat. Was wollen Sie für Ihre Plörre? 1,33. Super. Das ist aber super. So. Ebenso, tschüss. So. Was haben wir denn hier? 881. Sollen wir mal schnell rein? Wir haben Kugelschreiber, haben wir die Jacke vergessen. Kann ich noch mein Kugelschreiber haben, bitte? Danke. Ja, 88.000 Kilometer. Summiert sich halt, gell? Summiert sich. Was ist jetzt los? Jetzt geht er wieder? Jetzt geht gar nichts mehr. Das Ding macht mich fertig, ey. Das Ding macht mich fertig, da muss ich nicht mal nochmal wieder. Nochmal wieder. Rennen. Da ist wieder Olio drinnen, Olio Tante. Jetzt muss natürlich wieder anfangen zum Schiffen da. Es ist doch
Nein! Ich geht gerade auf der Saunose, ey! Das Scheißwetter ist doch jetzt mal langsam vorbei, oder? Vorfahrt gewähren heißt die Regel. Und dann das auch noch. Erst vordrängeln und dann mir jetzt auch noch ausbremsen, weil du auf deinem blöden Poserparkplatz musst, ey. Bei manchen Typen sieht man schon echt am Auto, dass das Arschlöcher sind da. Tja, der Dreckswinter ist endlich vorbei. Wir haben endlich mal wieder Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad, wird aber echt langsam Zeit da. Ja, wenn da hinten schon wieder regnet, sehen wir das. Da werde ich hoffentlich noch dran vorbeikommen. Aber andererseits, das ist mir auch egal. Ich bin jetzt den ganzen Winter durchgefahren und das Wetter war häufiger scheiße, als dass es gut war. Und mir hätte es auch überlebt. So, bleib bloß drin. Vor der Kurve brauchst du nicht gucken. Du kannst schön drin bleiben in der Lücke. Da wäre jetzt immer ganz hektisch da. Kaum, dass irgendwo ein Bulldog durch die Gegend fährt. Dann meinte sie, die kommen zu spät zu irgendwas. Oh, ich muss überholen, ich muss überholen. Oh, ich fahre schon seit 20 Sekunden hinter dem Bulldog her. Irgendwie habe ich meine Hose nicht richtig hochgezogen. Das tropft es wieder. Das können wir uns gleich mal nachholen. Das können wir uns gleich mal nachholen. Mit den fetten Winterhandschuhen hast du so viel Gefühl wie... Ja, schon gut. Ja, ist ja gut, oder? Oder gleich hupen da, der Idiot, ey. Gerade mal das Maul zu, oder? Fahr zu, ich komm zu spät. Du, jetzt fahr du noch zu, da. Hast du Glück gehabt. Du, bleib standen mit deinem Kinderwagen und du machst Licht an, du Sickel. Fahr zu, der blinkt doch. Meine Güte, nochmal. Oh. So, was ist jetzt da? Sind die Sheriffs? Oh, da stehen Sheriffs, ey. Jetzt gibt es eine Verkehrskontrolle. Ja, klasse. Ganz toll. Moin. Bepo. Ja, nichts Besseres zum tun, wie hier Verkehrskontrolle zu machen. Zum Beispiel Terroristen jagen oder was könnte man nur so machen zurzeit? Was hat denn zurzeit Hochkonjunktur? Islamisten oder so? Weiß gar nichts. Welche Sau wird denn zurzeit gerade durchs Dorf getrieben? Jetzt aber Zeit, dass man das Klump da verräumt. Na, willst du jetzt überholen? Dann überhole ich halt, wenn der nicht will, oder? Also in so einer Situation wie die gerade, wo ich mir nicht sicher sein kann, dass der nicht auch zum Überholen ausschert, da gebe ich dann vorsichtshalber nochmal geschwind Lichthupe, um ihm klarzumachen, dass ich jetzt will. Das ist übrigens eine der wenigen erlaubten Situationen, wo man Lichthupe geben darf.